Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Wicke und ich bin Technical Solution Engineer bei Docker. Heute würde ich Ihnen gerne ein bisschen über das Thema Build- und Development-Phase zeigen und wie Sie Ihre Applikationen schon innerhalb dieser Phase möglichst sicher innerhalb Container nutzen können. Die erste Phase Build, Development, beschäftigt sich mit dem Thema Entwicklung. Und wie Sie sehen, hier als einfaches Beispiel wird Docker vor Windows gezeigt, wie einfach es ist für einen Entwickler zwischen zwei Containern beziehungsweise zwei Docker-Engines zwischen einer Windows- und einer Linux-Welt hin und her zu switchen. Wie Sie sehen, hat der Kollege sich hier am Anfang mit einer Docker-Engine auf einem Linux-Betriebssystem verbunden. Und durch eine rechte Maustaste auf das Docker-Symbol und Switch to Windows Containers ist ganz einfach für ihn, das auch auf einem Windows-Server-System zu machen. Der Grund, warum ich das zeige, ist, wir machen es sehr einfach für Entwickler, die Docker-Container-Technologie zu nutzen. Wie wir das bereits besprochen haben, das, was der Entwickler halt machen muss, ist hauptsächlich das Docker-File zu erstellen, das genutzt wird, um halt seine Applikationen in Container zu paketieren. Wie Sie halt sehen, kann er das halt in beiden Welten, sowohl Linux als auch Windows, machen und hat damit natürlich ein sehr mächtiges Tool, um die Applikation sehr schnell innerhalb eines Containers betreiben zu können. Wenn das natürlich von den Entwicklern genutzt wird, sollte man sich halt Gedanken machen, wie kann ich meine Applikationen, die in einem Container sind, möglichst gut absichern. Das erste Thema ist, sobald man halt Docker als Plattform nutzt, reden wir jetzt erstmal nur von den Linux-Capabilities. Haben wir natürlich erstmal eine Plattform, die von Haus aus mir natürlich sehr viele Mechanismen mitgibt, um meinen Prozess halt zu isolieren, dass er nicht mehr alle Möglichkeiten hat, auf meinem Wirtsbetriebssystem Dinge zu ändern, beziehungsweise darauf zuzugreifen. Die Out-of-the-Box-Settings und Konfigurationen, die ein Container mitbekommt, sobald er in einem Docker-Container läuft, sind halt sehr viel restriktiver und sehr viel mehr sicher von Haus aus. Wenn wir uns das Thema C-Groups angucken und wir sollten uns das auch live anschauen, ist es halt, ich habe die Möglichkeit, einen Container mit C-Groups einzuschränken, was die Ressourcennutzung auf meinem Wirtsbetriebssystem angeht. Durch einen Docker-Run-M 32M lege ich halt fest, dass dieser Container, der hier gestartet wird, auf 32 Megabyte limitiert wird. Die Anwendung, die hier dargestellt wird, die HoGet-Anwendung, ist eine Anwendung, die halt einen Memory Leak simuliert. Das heißt, letzten Endes, sie fängt mit einer relativ normalen Nutzung von Arbeitsspeicher an und nimmt sich über die Zeit immer mehr Arbeitsspeicher und gibt diesen nicht mehr frei. Wenn wir das in der Containerwelt machen und das in C-Groups, haben wir natürlich die Möglichkeit, diesen Container ab dieser gewissen Grenze, die wir festgelegt haben, einfach zu killen. Ja? Also genauso wie das hier festgelegt ist, der Status out of memory wird dann, wenn der Container vollgelaufen ist, auf True gesetzt. Und das bedeutet für uns, dass wir wissen, okay, dieser Container hat einfach zu viel Memory benutzt. Mit Docker Inspect können wir uns angucken, wie die Nutzung des Memories insgesamt war. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das am besten hier mal direkt bei mir auf dem System an. Das ist ein System, was bei mir auf Docker von Mac läuft. Und Sie sehen, ich nutze hier die letzten Versionen, die es von der Docker Engine gibt. Wenn ich mir diesen Container jetzt nutzen will, sollte ich ihn am besten am Anfang erstmal pullen, weil wenn ich mir mit Docker Images das anschaue, habe ich hier im Moment kein Image lokal vorhanden. Das heißt, der erste Schritt, den ich machen müsste, was bei einem Docker Run Commander automatisch mitgemacht wird, ist, dass ich mir diesen Container erstmal hole. Und ich hole mir jetzt genau den Container, der hier angegeben ist, die letzte Version davon. Wenn ich dieses Docker Pull mache, dann geht das Ganze auf den Docker Hub und holt sich dieses Image runter. Und dann habe ich mit Docker Images genau dieses Image, was auch nur 2,5 MB groß ist. Das ist auch ganz gut für Demozwecke, das zu zeigen. Meine ESP HoGet-Anwendung runtergeladen. Wenn ich diese jetzt starten möchte, mit Docker Run-M 32 MB,
ESTESP, HOGIT, Latest. Bevor ich das tue, starte ich noch ein zweites Fenster, wo wir letzten Endes quasi ein Docker Stats laufen lassen, um zu schauen, wie ist denn die Nutzung von Containern auf diesem System. Jetzt, wenn ich den Container starte, dann sehen wir halt, dass der Container mit 16 MB anfängt. Er holt sich jetzt immer mehr Arbeitsspeicher, ist jetzt schon bei 31 MB und wird jetzt relativ schnell an die 32 MB-Grenze dran stoßen. Und was dann passiert ist, im Moment sehe ich noch, dass der Container aktiv ist und jetzt ist er schon gestorben, ist halt, dass der Container auf dem System nicht mehr aktiv ist. Wenn wir uns das anschauen, was mit diesem Container passiert ist, machen wir mal ein Docker PS. Wir sehen, es läuft kein aktiver Container mehr. Mit Docker PS-A sehe ich alle Container, die hier in der Vergangenheit auf dem System gelaufen sind. Und ich sehe halt, dass hier meine HOGIT-Anwendung gelaufen ist. Das Kommando HOGIT wurde gestartet. Er wurde vor 33 Sekunden erstellt. Und ich sehe halt auch den Exit-Code, den der Prozess mir geliefert hat. Und die Container-ID. Jetzt kann ich hingehen und kann mir mal dieses Kommando hier kopieren. Und was wir damit sehen ist, wenn wir uns genau die Container-ID anschauen, ist, dass der Wert hier, out of memory kill, auf true gesetzt worden ist. Wenn wir uns anschauen wollen, wie der Container generell konfiguriert worden ist, dann können wir das natürlich auch tun, kopieren wir uns wieder die gleiche ID hier und wir sehen halt, dass dieser Container natürlich jetzt in Bits runtergerechnet auf 32 MB beschränkt worden ist. Was sagt uns das? Durch C-Groups haben wir damit eine Möglichkeit, die Containernutzung auf mein Wirtsbetriebssystem einzuschränken. Das gleiche kann ich natürlich mit Kernel Memory machen, Kernel Memory Swap, CPU-Perioden, Quotas, Shares etc., als auch um einen Block I.O. Zu kontrollieren, sodass es halt nicht möglich ist, für den Container mehr Ressourcen zu nutzen, als ich das eventuell festgelegt habe. Eine weitere Geschichte, warum Anwendungen im Container viel, viel sicherer sind, als dass sie das auf einem nativen Betriebssystem sind, ist, dass der Container out of the box beschränkt ist. Ja? Wenn ich einen Container, wie zum Beispiel hier ein Busybox mit einer SH-Session dort drin starte, habe ich halt zum Beispiel keine Möglichkeit, den Hostnamen des Containers zu ändern. Der Hostname wird beim Starten des Containers auf die ID des Containers festgelegt und ich habe keine Möglichkeit, einen anderen Hostnamen festzulegen. Wenn ich das machen möchte, kann ich diese Capabilities hinzufügen. In dem Fall ist das SysAdmin, einer von weit über 300 Capabilities, wo Sie hier auch die unten die Dokumentation finden. Der Linus gerade hat über 300 Capabilities, kann ich dann auch wieder freischalten. Viele davon sind out of the box von uns abgeschaltet worden. Einige davon jedoch nicht, wie zum Beispiel NetRAW. Von Haus aus kann ein Container einen Ping machen. Wenn man das einschränken möchte, muss man mit der Eigenschaft minus Capability Drop den Container entsprechend einschränken. Lassen wir uns das mal kurz hier bei mir in der Umgebung machen. Also das heißt, wenn ich jetzt einfach mal das Docker Pull Busybox nehme mit dem Tag Latest, wir sehen, das Busybox ist ein BaseOS-Layer, was unter 700 Kilobyte groß ist. Pullen uns das mal gerade runter, damit wir das nutzen können. Mit Docker Images sollte mir das jetzt auch angezeigt werden. Ist es. Jetzt kann ich halt hingehen und sagen, Docker Run, minus minus RM. Das bedeutet, dass der Container nach dem Beenden direkt entfernt wird. Holen wir uns mal eine Session in den Container hinein. Und jetzt sind wir quasi in dem Container, den wir gerade aus dem Busybox-Image gestartet haben, drin. Wenn wir uns jetzt den Hostnamen anschauen, ist das quasi die ID des Containers, in dem wir uns gerade befinden. Wenn ich mir mit Docker PS anschaue, sehe ich hier die Container-ID, die auf der rechten Seite als Hostnamen benutzt worden ist. Wenn wir es größer machen, wenn es alles in einer Linie ist, sehen wir halt, ich kann jetzt nicht innerhalb des Containers hingehen und sagen, dieser Container heißt jetzt Andreas. Sehen, dass diese Operation nicht permitted ist. Genau aus dem Grund, weil die Capability SysAdmin erstmal out of the box nicht vorhanden ist für den Container. Wenn ich jetzt aus dem Container wieder rausgehe, dann hätte ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich starte jetzt nochmal den gleichen Container, aber ich schränke ihn jetzt ein und sage halt, okay, minus minus capability at
beziehungsweise schränke nicht ein, ich gebe ihm jetzt die Capability Sysadmin mit hinzu. In dem Fall ist es so, innerhalb des Containers, ihr seht jetzt wieder, jetzt habe ich auch einen anderen Hostnamen, weil wir jetzt einen zweiten Container gestartet haben mit der ID, der andere Container ist auch schon wieder beendet worden, habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Container heißt jetzt Andreas. Und Sie sehen, der Hostname ist geändert worden und der Container heißt jetzt nicht mehr mit der eindeutigen ID, sondern Andreas. Wir haben diese Capability von Haus aus eingeschränkt, weil es aus unserer Sicht wenig Sinn macht, einen Hostnamen innerhalb des Containers anzupassen. Es gibt natürlich Software, wo das Sinn macht. Aber Sie sehen halt, dass die Anwendung, in dem Fall jetzt wäre das eine Anwendung in meinem Busybox, erstmal viel eingeschränkter ist, als wenn es jetzt nativ auf dem Betriebssystem laufen würde. Wenn wir uns das angucken, wie ich das eben gesagt habe, ein Ping ist erstmal von Haus aus möglich. Das heißt, ich kann hier hingehen und kann mal einen Ping auf www.docker.com machen. Jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen langsamer hier auf meinem Laptop. Sie sehen, der Ping auf www.docker.com auf diese IP-Adresse funktioniert. Jetzt gehen wir hier Cancel raus, jetzt gehen wir aus dem Container raus. In dem Moment sollte der Container auch beendet sein. Jetzt könnten wir zum Beispiel hingehen und sagen, statt eines Capability Adds machen wir ein Capability Drop. Das heißt, wir nehmen eine weitere Eigenschaft aus dem Linux-Kernel, diesem Container, weg und sagen, NetRaw soll in diesem Container nicht mehr möglich sein, worunter unter anderem auch ein Ping-Kommando fällt. Das heißt, wenn ich jetzt hingehen würde und einen Ping www.docker.com mache, ups, sollte es auch richtig schreiben, docker.com, dann sollte mir das System jetzt wiedergeben, dass es das Kommando nicht ausführen kann, weil ich halt nicht mehr die entsprechende Capability habe. Und Sie sehen halt hier, Ping wurde nicht ausgeführt, Permissions denied, are you root? Nein, ich habe jetzt nicht mehr die Permission, einen Ping zu machen. Genau das ist das, wie ich halt jetzt hingehen kann und die Capabilities von meinem Container einschränken kann. Und das ist auch eins der wesentlichen Gründe, warum Gartner zum Beispiel sagt, dass eine Anwendung im Container wesentlich sicherer ist, als wenn ich das nativ auf dem Betriebssystem laufen lasse. Jetzt kann man natürlich hingehen und mit Capabilities Add and Drop alle die Capabilities definieren, die ich einem Container zur Verfügung stelle. Wie gesagt, out of the box sind es über 300 System-Calls, die genutzt werden können. Von diesen 300 System-Calls blocken wir out of the box erstmal 44 von Haus aus, wo wir sagen, es macht keinen Sinn. Die sind auch alle in dem Link, den Sie unten sehen, definiert. Aber dadurch, dass natürlich jetzt niemand alle Capabilities per Command-Line eingibt, macht es viel weiter oder viel mehr Sinn, sogenannte Seccom-Profiles zu benutzen. Das ist quasi letzten Endes die Firewall zwischen dem User-Space, in dem mein Container läuft, und dem Kernel. Und alle Syscalls letzten Endes an das Linux-Kernel-Betriebssystem zu filtern, beziehungsweise zu droppen, auf gut Deutsch. Ein gutes Beispiel ist halt out of the box. Jede Engine kommt mit einem sogenannten Default Profile. Je nachdem, auf welcher Plattform wir uns befinden, ist das in einem anderen Folder. Aber dieses Profile ist ein sogenanntes JSON-Format. Und dieses JSON-Format kann ich halt genau festgeben, welche der Syscalls akzeptiert werden sollen und welche nicht und welche davon eventuell gedruckt werden sollen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die Applikation in Abhängigkeit natürlich von der Architektur, in der sie laufen, entsprechend einzuschränken und sie viel, viel sicherer zu machen, als wenn sie nativ auf einem Betriebssystem laufen. Wenn es jemand schafft, die Applikation zu hacken, dass er dann all die Syscalls hat, die man normalerweise hätte, wenn man auf einem full-blown Betriebssystem läuft. Neben dem Thema Capabilities einschränken gibt es halt auch noch das Thema, die Docker-Engine zu härten. Da sind wir sehr schnell beim Thema Docker-Benchmark, weil es wurde ein sogenanntes Security-Benchmark von der Firma Center of Internet Security gemacht, die letzten Endes eine Empfehlung ist, von wie man die Docker-Engine möglichst gut härtet. Es gibt ein paar Härtungen, die wir out of the box mit ausliefern, wenn die Docker-Engine installiert werden. Aber wir als Docker müssen natürlich immer diesen Mix hinbekommen zwischen, okay, es ist die sicherste Plattform und es ist aber auch noch die benutzbarste Plattform. Weil wir könnten natürlich alles härten, was möglich ist. Wir könnten alle Applikationen mit dem härtesten Seccom-Profile erstmal per Default ausstarten, aber dann würde erstmal keine Applikation im Container out of the box laufen.
Mit dem Docker Bench Tool habe ich halt die Möglichkeit, meine Docker Engine einzuschränken bzw. ein Hardening zu machen. Man muss jetzt hier nicht das Rad neu erfinden. Man kann sich den Guide natürlich durchlesen, welche mehrere hundert Seiten groß ist. Oder man nutzt halt das Docker Benchmark Tool, was Sie hier unter dem Link www.dockerbench.com finden, was letzten Endes ein Container ist, der gestartet wird und der die jeweilige Docker Engine halt prüft, ob sie nach Best Practice geerdet worden ist. Sie kriegen dann ein Output mit Parse, Info und Warning, ob Ihre Engine entsprechend gut gehärtet worden ist. Und können dann selbstständig entscheiden, ob sie den jeweiligen Härtungsgrad vornehmen wollen. Das war es schon zum Thema Build und grundsätzliches Konzept von Nutzung von Applikationen innerhalb der Docker Engine und wie ich die möglichst sicher betreiben kann. Wenn es Fragen dazu gibt, wenden Sie sich bitte an Andreas Wicke oder Herrn Michael Diemer. Vielen Dank.